Chat, Alter. Hallo, hallo. Da sind wir. Sorry, ich habe schon angefangen, diese Arena zu spielen, ohne meinen Bildschirm ausgeschnitten zu haben, ohne irgendwas zu tun. Aber es ging 21 Uhr los. Was soll man machen? Also Kaltstart hier. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier auf dem fantastischen Janistan TV. Mein Name ist Janistan. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß zusammen. Hier stehe ich gut. Ich mehr Zeug habe. Läuferabstand 4 vom Springer, wir kennen es. Technik, die begeistert. War ich so? Es bleibt spannend. Ich hole mir noch ein paar Daumen. Auf Dupf. Primov. Back to Tournament. Führen wir? Ich habe ja leider an meinen Szenen rumgefuscht. Was manchmal keine gute Idee ist. Meistens natürlich eine sehr gute Idee. Manchmal keine so gute. Hier? So, weiter geht das. Fantastische Neuigkeiten. Ich bin heute etwas weniger schlecht gelaunt als gestern. Oder schlecht gelaunt ist eigentlich das falsche Wort. Melancholisch. Ich habe ein bisschen gearbeitet. Und wer hätte das gedacht? Manchmal ist Prokrastinieren gleich die beste Lösung. War mir auch neu, aber es scheint so, dass dann Sachen zu tun vielleicht gar nicht schlechter ist, als weiter nichts zu tun. Die Lösung sagen. Oh nein, ich habe vergessen zu beseitigen. Ist das falsche Mikro? Ja, wie gesagt, ich habe hier Einstellungsprobleme. Wie ist der Ton? Ist schlecht. Man darf nie was ändern. Eigenschaften. Gerätstandard klingt ja schon mal schlecht. Wenn wir das. Globale Einstellungen. Plan. Bitte weiter Tonfeedback geben. Ich muss hier ein bisschen umbauen für andere Aufnahmen. Das ist ja alles. Die kleine Janistan-Welt ist völlig außer Tritt. Läufer G4 würde ich gerne machen, aber dann kann er hier schlagen. Ne? Das sollten wir nicht zulassen, dass er das schlägt. Ton immer noch schlecht. Oh no. 1-2, 1-2. Ist jetzt besser?
Das Mikro ist ein bisschen weiter weg als sonst. Kann aber ich da den Gain anpassen muss. Der Ton ist der Hammer. Bam. Hey, ich habe noch ein bisschen Haarpech hier auch. Kein Störungspech, aber kaum sage ich's, kommen sie hier die Probleme. Dann haben wir schon ein Zaubern, um uns diesem Doppelangriff zu entziehen. LPDO-Chat, Loose Pieces Drop-Off. Deshalb möglichst nicht zu viel ungedeckte Figuren haben. Ey, ich kann gerade nicht, ich schmier mir das Zeug in die Haare. Curly im 0, gerne. Wie war die Show gestern noch? Erzähl von ominösen anderen Projekten, das ist nichts so ominöses. Ich nehme für Chessable diese 100 Endspiele, die man kennen muss, Serie auf Deutsch auf. Hauptsächlich, weil ich ungefähr 4 Endspiele kenne. Und deshalb muss ich noch, ich habe nachgerechnet, 96 lernen. Und dann dachte ich, ey, machen wir doch hier Videos hier. Das ist nicht mein Material, ich nehme nur die Videos auf. Das ist ein Buch von Jesus de la Villa. Aber die haben Wünsche wie hier, Mikro nicht im Bild. Man muss meinen Oberkörper sehen können. Gut, den Wunsch kann ich verstehen, weil ich bin ja Disco-Pumper. Und das wäre wirklich Verschwendung, wenn mein Oberkörper nicht voll im Bild wäre. Aber deshalb müssen wir hier noch ein bisschen am Ton feilen. So, was geht hier ab? Kannst du nicht einfach hier reinlachsen ohne Ankündigung? Komm, der Gegenlachs. Griechische Gegenlachs. Bekanntes taktisches Motiv. Wenn reingelachs wird, erstmal gucken, ob wer gegenlachsen kann. Wann fängst du mit dem Model an? Ich bin seit Jahrzehnten Handmodel. So, er gibt Schach. Wir gehen weg. Der wehrt sich immer noch. Ne? Ich mag es immer nicht, wenn die Leute sich wehren. Am Endspiel. Gewählt das Bauernspiel? Ich habe nicht so durchgezählt, wer wie viel Bauern hat. Aber gefühlt habe ich mehr. Das Wettrennen ist nicht besonders fair. Weil mein König ja sich diesen Bauern schnappen kann. Wie wär's mit einem Postkartenmodel? Wer schickt denn noch Postkarten? Woher vielleicht jetzt zu Weihnachten, ne? Ich könnte so als Stand-in auf Familienweihnachtsbildern einfach drauf sein. Ist keine schlechte Idee. So, gewinne ich. Warum bin ich nur... Ach, ich habe vergessen zu besagen. Okay, ist verständlich. Ikoyuki hat durch mich eine regelmäßige Monatszahl im Schach. Jedes Jahr kommt für einen Monat der Mega-Schach-Hype. Bam! Ist er gerade oder wann war er? Februar wahrscheinlich. So, man reiche mir Gegner. Juri Geritze. Schmerze 6 kam, ist das gute erste Zug. Ja, spielen wir ein schönes, schlechteres Endspiel. Aus dem Weg.
Juri ohne gute Züge machen? Jetzt echt kein Kopf für. Juri ist auch so Manövrierfuchs, ne? Manövrierfüchse sind mir nicht die Liebsten. Juri, Alter. Läufer B3. Der feine Herr. Er träumt davon, hier einen Springer hinzustellen. Aber das wäre ein Traum bleiben. So, Stellung ungefähr ausgeglichen. Die Bauern nehmen den Springer hier. Das sind Felder. Also nicht viel los. Ich muss gucken, wo ich Fortschritte machen kann. Links, rechts, mittig. In allen Lehrbüchern steht immer, an dieser Stelle entschiede ich mich, ein Turmpaar zu tauschen. Also tausche ich immer ein Turmpaar. Wobei, wenn das beide Seiten immer machen, es kann ja nicht für beide immer gut sein, ein Turmpaar zu tauschen, oder? Sehr verwirrend, die Turmpaar-Regelung. Ich habe schon wieder vergessen zu berserken. Chat, ich weiß nicht, ob ich mir das jemals merken können werde. König F1 ein bisschen. Ist der Fachbegriff passiv aus? Ich weiß auch nicht so recht, wie es weitergeht. Wir haben Zeit. Zweifelsfall irgendwo vorziehen. Wie Chris. Danke für den Sub. C4, das sieht aus wie ein Fehler. Dann gibst du mir das Feld. Warum? Türmsche, du bist dran. Jetzt doch so. Oh nein, ich habe noch Schild A3 übersehen. Ich wollte jetzt Läufer B2 mal hier. Ey, Turm A4 ist bestimmt schlau. Aber Turmschicht A3 stellt ein gewisses Problem dar. Es wird nicht leicht zu gewinnen mit Bauern weniger. Juri, Alter. Ich mache mir doch gewisse Sorgen jetzt. Weil die Stellung so verloren ist. Auf Turm Schere 3 hätten wir auch kommen können am guten Tag. Läufer auch nicht so viel Felder. Mr. Gerritze. Okay, sonst nur von South Park gleich. Okay, wir brauchen einen Plan. Bauer hier. Läufer hier. Spielt er so. So läuft er wieder weg. Dann kann König hier reinlaufen. Dauert ungefähr 800 Züge. Und er verhindert es auch noch. Juri ist einfach fies und gemein. Man darf sich auf keinen Fall zu einfach machen. Schach ist auch Leiden. Hier, wir setzen auf den Haarbauern. Keine Ahnung, wie wir ihn unterstützen können. Wird nicht leicht, aber. Du bist trotzdem unsere letzte Hoffnung. Hansemann. Spielt aber auch ganz gut auf einmal. Ich glaube, er will sich einfach eine Dame holen da drüben. Da komme ich nicht hin, ne? Ich glaube, das wird nichts mehr. Hat er gut gespielt. Kann man nicht meckern. Und ich alles eingestellt. Da kann man vielleicht meckern. F4, G4 rafft er wahrscheinlich auch, ne? Nicht nötig. Zu stark. Juri ist zu stark. Ich glaube, er hat das alles schon kalkuliert. Nee! Okay. War nicht so geplant, aber verdient. Ich habe Turmschere 3 übersehen. Jetzt müssen wir aufholen.
So, wo stehe ich? 20. Er spielt nur 20 Leute mit, oder? 20. ist noch nicht so gut. Aufholen. Berserken E4 spielen. Dann aggressiv. Was würde Kugelbuch tun? Also jetzt nicht. Nicht Bein brechen, sondern auf dem Schachbrett. Wir gehen rein. Sieht nicht sehr gesund aus, hier 7 Züge zu machen, um den Habo nach H6 zu stellen. Aber modernes Schach. Brasilien ist auch noch nicht im Turnier. Ich habe immer kein Fußball verfolgt. Läuft nicht bei Brasilien oder haben sie noch nicht gespielt? Eins zu null ist doch super. Guten Tag, Captain Kong. Ich habe hier schon wieder zu kämpfen. Schach ist immer sehr, sehr schwer für mich. Aber jetzt greifen wir den Bauern an. Rumschum. F5 schwächt er bestimmt irgendwann. Schlägt. Ist mein Springerdecken auf doof. Irgendwann müssen wir hier matt setzen. Das ist der Plan. Fetsche rein oder so. Fetsche hier rein. Ja, nicht versuchen, was Schlaues zu machen. Du weißt, wie es ausgeht, wenn du versuchst, schlau zu sein. Superstelle kapiert nichts, weil es nicht auf Englisch ist. Ja. Oh, hier. Der Springer. Back to Tournament. Der Plan war matt setzen. Ich soll es wahrscheinlich für die neu gewonnenen englischsprachigen Zuschauer kurz sagen. The feedback for the show yesterday was that it's not very nice to listen to me speak in English and that my English is not so good as I thought. Therefore, people have asked me in strongly written letters to speak the German again. Also, wieder auf Deutsch. Sein Wechselbad der Gefühle hier. Ich dachte, ich fasse als internationaler Streamer Fuß. Aber die Sprachbarriere. The language barrier. Ich habe mir vergessen zu übersagen. Wie soll ich denn jemals ein Turnier gewinnen, wenn ich mir das nicht merken kann, dass ich den Knopf drücken muss? Es ist irgendwann auch nicht mehr lustig. Irgendwann ist es traurig. Please, please sprech Englisch. No. Warum zieht er immer alle Figuren zurück? Das verwirrt mich. Hier mache ich auch.
Jan has a podcast in English and speaks very well, so nämlich. Please listen to the Chicken Chess Club podcast, where we discuss the chess news and also the gossip. Who did what, who went where, who with who, what Fide do. Very good podcast, I recommend. So, kann ich hier mal irgendwas tun? We also speak a lot about the X and how to keep the X clean. Ich nerv mich selber schon bei diesem. Ich glaube, dieses noch schlechteres Englisch, Bit, wird nicht lange halten. Jeff, ist der Ton jetzt mal ohne Spaß? Ich habe das Mikro hier, was in dem Bild sein soll, jetzt sehr weit oben postiert. Ist es dadurch irgendwie halliger oder schlechter oder lauter oder leiser? Ich muss vielleicht hier nochmal an den Gain ran. Ist stabil, aber ein bisschen schlechter, ne? Das war auch meine Vermutung. Macht ja auch Sinn, dass Ton besser ist, wenn ich das Mikro irgendwie vor mir habe, statt da oben. Leichter Hall, ja. Mhm. One, two, three. So, okay, wegnehmen. Das Problem ist aber bei so Tonfragen, die Antwort ist meistens, ein paar sagen, ja, nicht so doll. Und ein paar sagen, doch, ist okay. Da weiß man aber nicht. Hall ist auf jeden Fall zu bemerken. Ja, vielleicht habe ich auch hier nicht die Standardfilter drin. Filter. Kompressor, Limiter, Rauschunterdrückung. Wie man es macht. So, gewonnen. Back to tournament. Note to self. Berserken. Gegen Indesertus. Oh, skandinavisch. Greifen wir an die Dame. Okay, keine Theorie. Aber wie schlimm kann es sein, wenn eine Dame auf D6 steht? Okay, geht nochmal zurück. Was näher es gibt. Hier, komm, gönn dir. Steward of Gönndir. Das habe ich von der Geste von der deutschen Mannschaft gestern. Ich habe schwierig geguckt, aber ich war zu Tränen gerührt. Dieser Heldenmut. Beeindruckend. Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel man da auf die Spieler schieben kann oder sollte. Ich glaube, das ist eher ein funktionäres Ding und ich kann schon verstehen. Dass die Spieler es wahrscheinlich auch nicht so geil finden, was da abgeht. Und dann ist es mal leicht zu sagen, ja, also ich würde auf jeden Fall boykottieren. Ich weiß es nicht. Ohne Skin in the Game von zu Hause sind wir immer alle ein bisschen mutiger. Ja, ich bin wahnsinnig mutig, hier zu schlagen. Da kann ich zurückschlagen. Gönndir klingt nach einem Zwerg aus Herr der Ringe. Steward of Gönndir.
Wer ist denn mal der Stuhl auf Gönn dir? Denethor oder so? Guter Mann, guter Mann. So, Indisato ist verwehrt. Ich allerdings auch. Er kann den Turm nicht schlagen, so viel wissen wir. Wir können den König wegziehen. Dann würde er drohen, den Turm zu schlagen. Wenn ich den Turm wegziehe. Es bleibt aufregend. So geschieht es. Cred Rogan, hey, die restlichen Discounter-Folgen haben wir noch nicht geguckt. Machen wir nach. Wir sind erst bei Folge, kann ich mal geguckt, 5, 6. Also ich drohe Schach. Ich sag's nur. Ich hab's doch gesagt. Hast du antizipiert? Hat er antizipiert? Durch gemein. Ich weiß nicht, ob ich ohne Antizipieren angesagt hatte. War jetzt gar nicht so klar. Sprecher D4 war richtig schlecht. Oh no! Okay, Chat, ich brauche wieder die Fokushose. Ich will ja keinen Fokushosenzug. Da habe ich einen Springer eingestellt. Och Mann, warum stelle ich immer alles ein? Sechs Turm D8. Eieiei. Okay, jetzt mal beißen. Ist echt nicht ideal, eine Figur weniger zu haben. Ne? Gehen auch langsam die Bauern aus, ne? Ach nee, immer muss ich verlieren, warum verliere ich alle Partien gegen diese ganzen Patzer? Patzer nett gemeint. Wahrscheinlich, weil ich noch schlechter spiele. Aber das ist keine Erkenntnis, zu der wir gerne kommen. Das wäre nichts mehr, ne? Nee. Hat er stark gespielt. So, wie sieht es mit unserer Aufholjagd aus? 23. Platz. Okay, Fokushose. So. 2695, gute Blitzrating. Anena King.
Minus 21, das tut weh. Ja, sehr schmerzhaft. Ich glaube auch, mir fehlt die richtige Armbinde. Angriff. Jeff, egal auf welcher Seite ich spiele, ich werde immer 7 Mal am Tag gefragt, warum ich nicht auf irgendeiner anderen Seite spiele. Ich spiele aber, wo ich will. Das ist mein Plan. Ich behalte mir vor, jederzeit alle Seiten zu wechseln. So, Figur verwerten können wir. Ein Spiel. Ich hab nicht so Bock auf ein Spiel. Partie gewonnen. Jetzt läuft's doch. Vielleicht ein neues Hobby suchen. In der Tat, in der Tat. Jedermann sei was beim Schachspielen mal selbst in der Situation oder zumindest dabei, als politisch heikel wurde. Ich überlege. Nicht, dass ich wüsste. Also laut Peter Heine bestimmt jeden Tag bei irgendwas, was FIDE gemacht hat. Ich glaube. Fällt nichts ein. Was waren denn die heiklen Sachen? Also Libyen gab es mal im Weltcup, wo sie eigentlich nicht gespielt, ne? Mir fällt nichts ein, aber das mag auch natürlich selektiver Tunnelblick sein. Ich habe wieder vergessen zu bemerken.
Vittorio stellt die wichtigen Fragen. Guten Abend, kann sie ein paar Tipps geben, um over the board gut auszusehen? Ich werde demnächst eine Partie gegen eine feine Dame bestreiten. Vielen Dank. Wie streng sind die Regeln? Also darfst du eine Uhr tragen oder wird dir die abgenommen zum Beispiel? Darfst du einen eigenen Stift mitnehmen? Dann kann man natürlich hier da einiges an Punkte machen. Der feine Herr von heute hat natürlich ein, was sind die guten Stifte? Ein Mont Blanc immer bei sich, um seine Partie zu notieren. Ansonsten wichtig ist natürlich auch, ob man unter dem Tisch durchgucken kann oder nicht. Also es gibt ja solche und solche Schachtische. Wenn du einen hast, wo man durchgucken kann, dann musst du auch auf die Wahl der Hose achten. Wenn nicht, dann ist es völlig egal natürlich. Kann ja sehen. Also das sind so die Sachen, über die man sich am besten vorher schlau machen muss. Am besten die Location bisschen scouten. Kommt halt immer sehr auf den jeweiligen Schachtisch an, tatsächlich. Ich spiele so unterirdisch. So, Hanging Pawn. Ich so spielen? Ich spiele wirklich. Nicht gut. Nicht gut, Chat. Die Partie werde ich irgendwie gewinnen. Jedermann sagt, geht es ja nur ums Aussehen. Muss man sich dann nicht eher fragen, wie man spielt? Höflich gewinnen lassen, vernichten, auf Remis gehen? Ist doch wichtig. Ich glaube, am Ende des Tages geht es schon nur ums Aussehen. Also gerade am Schachbrett ist doch eine, Schach ist schon eine sehr von der Optik geprägte Szene. Und ich glaube nicht, dass die Dame jetzt allein von deinen Schachskills beeindruckt sein will. Aber ich kann mich natürlich täuschen. Wie ist da die am Brett Strategie? Frühes Remis anbieten? Und wenn nicht, dann zerstören? Scorpion Leguan King sagt Füller, Mont Blanc oder Tibaldi? Tibaldi? Hornbrille und Tweedsacko waren in den 80ern eine Bank. Geht sicher heute auch noch. Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Hornbrille ist angesagt wie eh und je. Tweedsacko, gerade in Lehrerkreisen nach wie vor. Das Maß aller Dinge. Ich glaube, so musst du es machen und nicht anders. Ja, die Instanz für geschmackvolle Kleidung am Brett ist höchstwahrscheinlich Evon Aronian. Da kannst du nichts falsch machen. Zeitlos, klassisch, dezent. Vuitton-Koffer würde ich mitnehmen. Es gibt ja auch Schachturniere, hauptsächlich in den USA, wo gar keine Schachbretter zur Verfügung gestellt werden, wo du dann dein eigenes Brett mitbringen musst. Und wenn du das kombinieren kannst mit dem Koffer, den du eh zur Anreise brauchst, ist es natürlich zwei Fliegen mit einer Tasche. Greim von 90 sagt, ja, wie kann ich mein Schachspiel verbessern?
habe das Gefühl, da geht nichts mehr. Ich kenne das Gefühl, ich kenne das Gefühl. Klöpse, das klingt echt seltsam, wenn man sein eigenes Brett zum Turnier mitbringen muss. Ja, meistens kannst du netterweise vor Ort eins käuflich erwerben. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so der Standard ist, aber bei den alten US Open, den großen, so World Open, Philadelphia Open und so, war es tatsächlich völlig normal. So 13er Platz hier, die Aufholjagd läuft doch. Wenn ich jetzt noch ans Berserken denke und eine Partie vernünftig spiele, dann sehe ich eigentlich kein Halten mehr. Was gibt's sonst so in der Welt? Hier, zack, dran gedacht. D4, Leguan David. Spielen aggressiv. Hier, aggressiv. Er spielt Leguanisch. Versucht hier gleich einzumümmeln. Aber nicht mit uns, Chat. Muss ich leider wegnehmen. Vittorio sagt, mein Plan war, meinen Masteranzug von Max Titel anzuziehen. Kenn ich leider nicht. Nadelstreifen-Doppelreihe. Dazu eine schlichte JLC Reverso. Als ich, dass du ein bisschen underdressed bist im Maßanzug, was eine JLC Reverso, das weiß ich leider nicht. Salvador the Boss sagt, wenn ich mit schönen Frauen Schach spiele, gehe ich davor mal pumpen und spiele im Tanktop. Auch sehr guter Advice. Ich glaube, alle schönen Frauen lieben einen Schachspieler im Tanktop. Moment, ich kann S4 schlagen. Ist Doppelschach, zum Glück. JSC ist eine teure Uhr. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas schief gehen kann. Schach zeigt, dass du super schlau bist. Das haben wir ja hier schon häufig gelernt. Uhr zeigt, dass du reich und geschmackvoll bist. Maßanzug zeigt, dass du dich der Situation entsprechend, also einer Schachpartie, angemessen kleiden kannst. Ich weiß nicht, wer da nicht schwach werden will. Matthias sagt, kann man eigentlich in ein, zwei Sätzen erklären, was die Pläne bei dem Aufbau C4, D4, Springer C3 versus D4, Springer F3, C4 sind? Oder kann man sagen, es endet auf selber raus? Es kommt wie immer drauf an. Es kommt immer drauf an, was Schwarz macht. Man kann es nie pauschal sagen. Leider. Es gibt meistens bei den Zugfolgen Vor- und Nachteile. So blöd es klingt. Das eine erlaubt Nimm zu indisch, das andere erlaubt Dame Gambit in einer besseren Version. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. So, Didi France. Mein Handy zeigt die Zeit. Warum trägst du Trottel Uhr? Nee, ich habe mich auch wieder an Uhr gewöhnt. Es ist manchmal sehr, wenn ich die Uhr nicht um habe. Es ist sehr lästig, irgendwie das Handy aus der Tasche holen zu müssen und rausfinden, wie spät es ist. Wobei meine Uhr den Nachteil, dass sie die Zeit nicht anzeigt. Also ich finde, das könnte man noch verbessern. Ich muss sie mal antippen, um die Zeit zu sehen.
Apple, lässt sich da noch was tun? Vielleicht so eine Uhr mit Zeitanzeige? Lohnkuse, ich habe gerade gemerkt, dass Schach und Jura viel gemeinsam haben. Es kommt drauf an. Das hat nichts mit Schach und Jura zu tun, das glaube ich. Bei jedem Thema, wenn man einen, ich nenne mich mal Experten, auf welche häufig genug Zweifel an habe, fragt, dass es meistens keine ganz simple Antwort gibt auf normale Fragen, sondern dass es halt drauf ankommt. So, Didi, gib auf, du verlierst Zeug. Vittorio, also uns hast du auf jeden Fall überzeugt mit deinem Maßanzug, der Uhr und dem Schachplan. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht klappt. Sonst zur Not. Ey, ey, ey! Oh nein! Ich hab draufgeklickt! Nein! So, nur sollte es nicht klappen, was ich mir nicht vorstellen kann, dann schieb die Schuld auf den Chat. War ja auch immer. Chat hat dich falsch beraten. Du bist in Wirklichkeit ganz anders. Du bist ein ganz bodenständiger Typ, der privat auch gerne einfach mal ein T-Shirt trägt. Einfach mal 5 gerade sein lassen. Einfach mal ein T-Shirt anziehen. Nachts mal bis 12:30 Fernsehen. Die neuen Apple Watch zeigen die Uhrzeit auch dauerhaft. Meine ist schon ein bisschen älter. Vielleicht kann man sie einstellen. Ist das ein Setting? Aber meine ist echt, wie alt ist meine? Series 4 oder so? Ich glaube nicht, dass sie die Uhrzeit ungefragt anzeigt. Aber haben sie schon bei Series 6 oder so die Innovation gemacht mit Uhrzeitanzeigen? Hey, diese Tüftler bei Apple. Was für verrückte Ideen die immer kommen. Vielleicht muss ich auch einfach nur irgendein Setting ändern. Zeig immer Zeit oder so. Kann schon sein. Und Vittorio trägt nie T-Shirts. Hast du einen Schlafanzug, Vittorio? Kein Setting, S-Up Series 7. Na gut. Also hat es 7 Iterationen gebraucht. Warum stehe ich eigentlich alles ein? Läufer A3, Turm A8. Gebraucht bis. Manchmal schäme ich mich ein bisschen. Bis Apple die Zeitanzeige sich einfallen lassen hat. Vittorio trägt Brioni-Seidenpyjamas, die haben mal ein Revers. Ich werde noch nicht schlau aus Vittorio-Chat. Ist das hier so ein Alexander von Eich-Charakter, den du ausgedacht hast?
Ja, bei Victoria hier auch. Finde den Tintenfisch beim Familiendinner gespielt werden. Zeig die Watch die Uhrzeit an, wenn du das Handgetränk drehst. Ja, aber ich muss schon ganz schön so zappeln. Sie legt gerade. Jaina, findest du nicht, dass Barney Stinson der krasseste Mann der Welt ist? Ich finde, er ist hier schon ganz schön Legend. Wait for it. Derry, mein Mann. So, jetzt geh mal auf, Mohammed. Komm. Viteur sagt, meinen Klarnamen möchte ich hier nicht bekannt geben. Ich bin eigentlich nicht adelig. Das war doch nichts. Also, ich glaube, du hast auf jeden Fall den Sprung in den Geldadel geschafft. Dann brauchen wir ja auch keinen Fond mehr im Namen. Nicht im Jahr 2022, oder? Oder wie hier Frederik von Anhalt, da kommt man auch ran, oder nicht? So, Vittorio, du hast nur noch 1,25. Das Turnier geht noch 1,38. So kriegst du mich nicht. Muss schon noch Züge machen, um das hier über die Distanz zu bringen. Ist aufregend. Ja, da ist er. Oh, er geht auf. Bam! Noch in der Zeit. Ja, da kriegen wir noch eine schöne Partie hin. Nee, Pairings are closed. Wie Pech kann man haben? So, Chat. Ich glaube, ich habe nicht gewonnen nach meinen Berechnungen. Vierter, fast noch im Treppchen. Ich muss gleich noch eins spielen. Ich gehe kurz auf Toilette, hole mir hier Getränkenachschub. Und dann wird das nächste Turnier aber sowas von gewonnen. A1 ist verdeckt, ja, ist ein dunkles Feld. Play, Arena Tournaments. Wo muss ich hin? Dutch Defense, ne. Nee, es gibt keinen Hourly Blitz. Super Blitz gibt's. Gibt's keinen Hourly Blitz, Chat? Ich will nicht Dutch Defense spielen. Aber ich kann ja Super Blitz spielen. Character, ich glaube, das ist Bespoke, nicht Bespoken. So, gleich wieder da. Join.
Stuhlalter, hast du Stand gehalten? Was ist da los? Stuhl nicht am Start. Absolute Frechheit. Chat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Erste Partie spielen wir noch. 2, 1, 0. Dann gucken wir uns hier ein bisschen Holy an. Und dann gewinnen wir das Turnier, aber haushoch. Soll ich hier auch besagen, ist das schlau oder bin ich zu langsam? Chat, eure ehrliche Meinung, ich bin wahrscheinlich zu langsam. Bei 3 plus 0 zum Berserken, oder? Ich glaube, einmal E3 soll ich spielen. Gute Maus. Komische Steuerung, weil es holländisch. Computer sagt immer, all diese Steuerungen sind sehr gut für Weiß. Aber manchmal sind sie ein bisschen verwirrend zu spielen. Spar 5. Es leicht, sich auf eine andere Zeit einzustellen. Es kommt sehr darauf an. Also für mich ist immer, wenn ich gehen Osten reise, relativ leicht. Aber dann beim Zurückkommen finde ich es relativ schwierig. Aber es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr individuell. Gute Maus 2019. Nicht, dass es hier das Date von Vittorio ist. So, nicht hinweg. Ne, ich glaube nicht, oder? Na ja, auch komm. Scorpion, Leguan und Leguan King, danke für den Sub. Schafft es ja noch Siegerpotenz. Ich schaff's safe, Chat. Ihr braucht gar nicht abstimmen, weil ich es mit Sicherheit schaffen werde. Ich sag sogar nicht nur Siegerpotenz. Ich sag, ich werde gewinnen den Lachs. Also ich möchte da nichts Falsches versprechen. Aber ich weiß nicht, wer mich hier stoppen soll. Wechsel noch die Szene. Wollt ihr hier? Wollt ihr so gucken? Was guckst du? Wollen den Läufer tauschen? Scheinbar, ne? Ey, ohne Zwischenzug haben wir gesagt. Ich das hasse. Es gibt einfach keine Gentlemen mehr im Schach. Ich weiß nicht, ob ich hier ohne so gesagt hatte oder nicht, aber das lasse ich mal durchgehen.
bisschen weniger schlecht spielen würde, würde ich besser spielen. Ach Mann, ey, warum spielt denn so fürchterlich? Die Stellung nicht zu gewinnen, ist nun wirklich beschämend. Oh, Chess hat mich ein bisschen getiltet. Das Gute ist, Achtung Überleitung, dass ich trotzdem fit und konzentriert bleiben werde. Und das zu verdanken, habe ich natürlich unserem neuen Partner Holy Energy. Holy Energy hilft mir hoffentlich, mich von meiner Kaffeesucht zu befreien. Euch ist es vielleicht aufgefallen, weil ich es 800.000 Mal gefragt wurde über Jahre. Ich trinke nachts oder habe nachts sehr viel Kaffee sehr spät getrunken. Und manchmal war ich ein bisschen zu hibbelig. Aber das Problem ist, weil ich ja sehr nachtaktiv bin, ich werde zu müde, wenn ich nichts zu mir nehme. Also mein brillanter Plan ist, dass Holy Energy mir hilft, vom Kaffee runterzukommen und trotzdem wach zu bleiben. Holy Energy, wie der Name schon sagt, ist Energy Drink, aber ich ja auch Disco-Pumper bin, wollte ich nichts mit zu viel Zucker, zu viel Schissel, irgendwas drin. Und das Zeug hier hat so gut wie keine Kalorien, ist nicht zu süß und es hält mich trotzdem wach. Also bisher bin ich auf jeden Fall überzeugt. Ich berichte im Monat weiter, wie es läuft. Aber checkt das gerne aus hier. Der erste Partner auf Janisan TV, glaube ich. Und ihr wisst ja, ich bin sehr, sehr wählerisch. Also außer bei Hygieneprodukten für untenrum würde ich sonst überhaupt nichts machen. Und deshalb Holy Energy, ich glaube, eine gute Wahl. Schmeckt, hält mich wach. Wenig Kalorien, kein Quatsch drin. Wenn ihr Spaß habt, wenn ihr auch von Cola, Kaffee, irgendwas runterkommen wollt, checkt sie gerne aus. Ihr findet die Description im Chat oder im, wie heißt das, Panel. Am besten erstmal das Probierpaket hier snaken. Kriegt ihr verschiedene Sorten. Die beste Sorte ist, schwer zu sagen, Tropical Tiger. Ich bin Tropical Tiger Fan. Aber im Moment habe ich hier, wer ist es? Citrus Calamansi. Citrus Calamansi ist auch gutes Zeug. Und entscheide ich selber, es gibt Leute, die mögen Lion's Lemonade. Nichts für mich hier, Kiwi drin. Ehrlich gesagt, nicht mal Welt, Lion's Lemonade. Aber checkt das aus. Geht zu Holy, geht nicht hier hin, sondern geht zu Holy Energy mit dem Code JanisanTV5. Spare ich noch 5 Euro aufs Probierpaket. What's not to like? Kann ich hier wegnehmen? Was hier ist für Citrus Cobra? Ja. Ich weiß, dass ihr das Brett nicht seht. Chat. Wir verkünden hier gerade Holy Energy und ihr wollt wieder nur Schach gucken, Alter. Ihr Dame weg. Was wäre aus Tassilo? Das ist eine berechtigte Frage. Ich muss gucken, ob ich Holy auch in Tassilo reinpacken kann. Es sollte eigentlich möglich sein. Aber vollkommen sicher bin ich nicht. Ich werde da nochmal Holy um Feedback fragen. Wenn ihr auch Fragen habt hier. Bleiben wir weiter. Wer hier nicht so Energy-Typen sage, ich will chillen. Dann gönn ich einen Eistee. Ist auch lecker. Ich weiß nicht, ob er wach hält, der Eistee. Holy, Alter, hält der Eistee wach? Hier Schwarztee? Bin nicht so sicher. John Chris. Thank you.
Eistee hat kein zugesetztes Koffein, das habe ich befürchtet hier. Holy Benz kennt sich aus. Ich habe überlegt, ob hier Schwarztee oder was, da ist ja irgendwie, keine Ahnung, Schwarztee-Extrakt oder irgendwas drin. Was auch ein bisschen Wachmann-Effekt hat, aber eigentlich ein Eindruck. Aber deshalb, ich setze auf Energy-Schisse, weil ich echt... ich glaube, mein Körper so konditioniert hat, dass er irgendwas braucht zum Wachbleiben. Aber ich habe noch meine Studien natürlich nicht beendet. Ich habe den Eindruck, dass ich hier vom Wachbleibe auch nicht ganz so hibbelig bin, wie vom Kaffee, wie gesagt. Wir berichten weiter. Na, wenn ihr Spaß habt, wenn ihr hier mitprobieren wollt, checkt gerne im Panel oder fragt Holy Benz, der allerdings, ich glaube, schlecht ist im Sorte beraten, weil er empfiehlt Lion's Lemonade. Das ist natürlich falsch. Die richtigen Sorten sind Citrus Cobra oder Tropical Tiger. Leute sagen immer, Geschmäcker sind verschieden. Aber ich habe natürlich recht. So, John Chris, Alter. Foxo sah das Mix probiert, packt sie gut aus. Ja, wie gesagt, wenn man nicht weiß, welche Sorte man mag, macht das wahrscheinlich Sinn, damit anzufangen. Obwohl ich es euch ja schon gesagt habe. Tag Pro, wie geht's dem Kaffeeentzug? Ist er spürbar? Es fühlt sich ein bisschen anders an, aber ich bin ja wegen Holy nicht voll auf Koffeinentzug. Da kann ich es ehrlich gesagt noch nicht sagen. Also ich habe mal, ich gesagt auch nicht lange, ich glaube, ich habe gestern aber schon erzählt, 3 Tage so eine Saftkur gemacht, so ganz ohne Koffein. Und ich kriege tatsächlich ziemlich schnell Kopfschmerzen und so einen Ticken, was nicht für mich spricht. Wahrscheinlich sollte man sich da mal schlau machen, was dagegen zu tun ist. Aber ich habe auf jeden Fall im Moment keine Entzugserscheinung wegen diesem Schissel und weniger Kalorien. Also toi, toi, toi. Gregory fragt, wie ist Blueberry Bear? Habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Habe ich Blueberry Bear probiert? Scheiße, ich hatte ja auch das Probierpaket. Ich bin eigentlich ein Fan von Blueberries. Aber es war nicht in meiner Top 3. Basti sie auch, Citrus Cobra, Raspberry Raptor, ja, und Tropical Tiger. Sehe ich auch so. So, gewinnt diese Partie wenigstens. John Chris. Ich hätte gefragt, probiert es auch mit Wodka. Ich weiß nicht, ob hier die Holy Leute da die richtigen Ansprechpartner für sind. Ich habe früher, Chat, sehr viel Wodka mit Milch gemischt, als ich so 17 war, dachte ich, damit bin ich extravagant. Aber es kann zu sehr großer Klumpung führen, was häufig dann ein bisschen komisch aussieht. Ich bin nach wie vor für den Geschmack, also ich habe eigentlich White Russian erfunden, ist was ich sagen will. Aber die Klumpung war ein Nebeneffekt, die mir nicht so zugesagt hat. Besten das Probierpaket shoppen, so sieht's aus. Code Janistan TV5. Zack. Und berichten, Chat. So, wie gewinne ich denn jetzt hier? Bauer hier hin. Ich habe einen Turm mehr. Und ich weiß nicht, ich möchte auch nicht übertreiben hier, aber ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, ohne Citrus Calamansi hätte ich diese Partie nicht gewonnen. Also hier, zack, mir den Turm noch zu schnappen. Das war schon die nächtliche Energie. Okay. Hören wir auf, wenn ihr Spaß habt, checkt es aus.
Ich werde es hier. Ich werde berichten. Wie es läuft. Wir finden Common Ground in KIZ. So sieht's aus, Trainer. Das magst du, das mag ich, das mag jeder. Chad, ich habe euch ein bisschen gewarnt, dass ihr Holy Bands Lions Lemonade empfehlen würde. Also müsst ihr wissen, wem ihr da vertraut. Was ist das nochmal? Königsgambit? Also Quatsch, aber komm, nehmen wir weg. Festival Sprenger. Das ist ja auch 1700 Summer Fans. Dann soll ich es ja irgendwie auf die Kette kriegen hier, ne? Ohne so haben wir, glaube ich, gesagt. Was soll denn das? Ich habe leichte Panik, wenn sie hier reinopfern. Und ich nicht verstehe, warum. Aber im Zweifelsfall wegnehmen den Lachs. Und gut ist, oder? Jenna sagt, Filme, Cocktail war, wo werden Jan und ich noch nicht einer Meinung sein? Ich habe zuletzt nur komische Filme geguckt, tatsächlich. Ich habe gestern Nacht Buddy Heat zu Ende geguckt, den erotischen Thriller mit William Hurt und Kathleen Turner aus dem Jahr 1981. Solche Filme gucke ich nachts. Aber wie gesagt, es liegt an dem Podcast, ich höre. Die Filme, die da behandelt werden, gucke ich dann. Guter Film, Buddy Heat, kann ich empfehlen. Keine Zeit, ja, 25 Sekunden. Aufgegeben. Ich wollte noch Dame G2 machen für den Flex. Oh, nie darf ich flexen. Danke für die Partie. Back to Tournament. Geht schon wieder weiter. Nix. Ey, ich mach doch. Stress hier. Ich spiele aber so häufig Läufer in einer F4, wie ich kann.
Läuft bei mir. 11. Platz. Hatte ich angekündigt, dass ich gewinne? Ich glaube ja, ne? Da müssen wir jetzt auf Leistung spielen. Studioses. Dass alle Leute so Studioses geworden sind. Zu meiner Zeit war es anders. Da hat man gegen zwei Einser gespielt und er kannte nicht die ersten 100.000 Züge. Aber Zeiten ändern sich. Ich stehe schon wieder schlecht. Kein guter Pre-Move, glaube ich. Heiße Kirsche. Elbi sagt, hey Jan, warst du schon mal in Stuttgart? Ich war schon mal in Stuttgart. War in den 90ern noch. Ich hing in Stuttgart mit wenig Deutschmark. Ich war alter Konstanzer, das ist hier Stuttgart, ist ja praktisch. Ist ja praktisch in Werke. Deine Meinung zu Triangle of Sadness? Triangle of Sadness sagt mir nichts, aber so nenne ich eigentlich häufig den Weg von meinem Schlafzimmer übers Wohnzimmer in den Keller. Marox kommt auch aus Konstanz. Ja, hört man ja vielleicht. Also ich bin Urkonstanzer. Spielen wir das? Fesseln oder nicht fesseln? Wahrscheinlich nicht fesseln. Jetzt geht die Städte-Diskussion los. Berliner, ihr wisst, ich liebe euch. Dark Project sagt, kommt daher auch, man spielt Konstanz. Du hattest jetzt hier 4 Minuten Zeit, Dark Project. Und der beste Konstanz-Wortwitz, der dir eingefallen ist, ist, kommt daher, man spielt Konstanz, was nicht mal Sinn macht. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Lieblingsstadt in Deutschland. Ist Graz in Deutschland? Nein. Ich weiß es nicht. Wir haben das Thema schon 100.000 Mal gehabt. Ich bin Hamburger, ich liebe Hamburg. Hamburg ist auch tatsächlich eine schöne Stadt. Wetter ist schlecht, aber lass uns nicht so tun, als wäre überall sonst in Deutschland das Wetter jetzt 800.000 Mal besser als in Hamburg. Aber ich denke nach wie vor, dass die ideale Stadtgröße eigentlich so ungefähr 100.000 ist. Hast du also, was du brauchst? Wege sind nicht weit. Und ja, ich mag eigentlich die meisten Städte, die ich kenne in Süddeutschland, so um die Größe.
Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Freiburg, Heidelberg, Konstanz. Wer ist am Start? Augsburg, gehe ich auch noch mit. Witten, ich war noch nie in Witten, aber Kreuzfeld Jakob kommt aus Witten, ne? Wie schlecht kann es sein? Flensburg Nummer 1, ja, Flensburg ist, glaube ich, auch nicht viel südlicher als Hamburg, ne? In Trier war ich mal. Das Problem ist, es ist unmöglich, nach Trier zu kommen. Und das ist natürlich ein Nachteil, wenn man wie ich viel reist und es unmöglich ist, irgendwo hinzukommen, dann ist es schlecht. Also die einzige Möglichkeit, nach Trier zu kommen, aus Deutschland, und ich habe es recherchiert, ist egal von wo aus Deutschland, ist nach Luxemburg zu fliegen und dann von da aus nach Trier zu reisen. Und das ist wirklich ein Nachteil einfach an Trier. Ist schön und alles, aber unerreichbar. Kann ich Schach geben und A6? Speer 4, 7. Ja, wenn es nicht klappt, dann ärgern wir uns gleich. Back to the tournament. Dilisan, vielen Dank für den Sub. Braunschweig? In Braunschweig war ich noch nie. Das ist allgemein so eine Ecke. Nichts gegen die Ecke. Also Braunschweig, Bielefeld. Und jetzt, lass uns nicht damit anfangen, dass es Bielefeld nicht gibt. Ich weiß, es gibt Bielefeld. Aber wo man selten hinkommt. Und wahrscheinlich sind die 800 Kilometer voneinander entfernt. Aber ihr wisst, wie ich meine. Joey Tavo, danke für den Sub. Rothenburg, ob der Tauber ist auch sehr schön. Ja, ist natürlich. Ah ne, das ist Rothenburg an der Wümme, oder? Was berühmt-berüchtigt geworden ist für den Kannibalen. Ist immer ein bisschen gemein, wenn so ein Städteruf so kaputt gemacht wird, ne? Yeah. Milwaukee hat auch Ärger damit. Rothenburg an der Fulda. Wie viel Rothenburg gibt es denn? Schon mal in Münster gewesen? Ja, Münster ist natürlich schön, aber das Thema haben wir auch schon häufiger. Münster weiß auch. Münster weiß, dass es hier eine feine Stadt ist mit ihren Radwegen und so weiter und dies, das. Also Münster ist mir ein bisschen zu, oh, guck, wir sind so schön. Wisst ihr, wie ich meine? Münster, Alter? Kommt ein bisschen runter. Gibt auch andere schöne Städte. Dass hier niemand Potsdam erwähnt. Ich kenne mich nicht gut aus in Potsdam. Soll wunderschön sein. Ich habe natürlich jede Folge Jerks gesehen. Und Olaf Scholz, der würde ja nirgends wohnen, wo es nicht schön ist, oder? Der Olaf hat doch Geschmack. So, Chat, wir haben ja nicht ewig Zeit.
Das hast du aber schnell gespielt. Fein gemacht. Utrecht ist auch toll. Technisch gar nicht in Germany, oder? Gib dir mal Mario Mann und Backfischboy aus Münster, dann steigt der Ansehen der Stadt wieder. Ich habe ja nichts gegen die Stadt. Ist ja wirklich schön. Er ist zu stressig, dieses Berserken. Mr. JP sagt, kennt, ob ich den Film kenne, Das Geld anderer mit Danny DeVito? Nee. Ich habe lange versucht, da ranzukommen, aber habe es bisher nicht geschafft. Also an Das Geld anderer. Von dem Film habe ich noch nie gehört. Ich bin auch nicht so Danny DeVito Ultra, muss ich sagen. Ich kann mich spontan keinen Danny DeVito Lieblingsfilm nennen. Get Shorty ist ganz okay. Matilda ist super, ah, ist ein Kinderfilm. Sonst, Twins holt mich auch nicht ab. Entschlossen heute wieder. Oh, und keine Zeit mehr, oje. Schlecht gespielt, keine Zeit mehr. Heiße Kirsche, meine Damen und Herren. Ja, da habe ich zwischendurch hier Puls über 60. Ah, Maxim. Mein
Eigentlich ist Maxim Drüner. Das habe ich früher mal gespielt. Ziemliche Quatscheröffnung. Wir haben zu wenig Zeit beim Berserken, das ist die Wahrheit. Und sehr ständig Schachzüge machen. Komm, gib auf, Alter. Wir haben noch keine Zeit. Geh doch. Hey, ich wollte auch. Na gut, dann Berserk alleine hier. Gibt's irgendwo einen immer Berserk-Knopf? Gibt's bestimmt, oder? F6. Ich eins hasse. Ich hasse so viele Sachen. Es wäre gelogen zu sagen, wenn ich eins hasse. Aber Leute, die jede Partie denselben Schrott spielen, das soll die ersten 800 Züge a Tempo machen, ist mir sehr suspekt. Ja, jetzt müssen wir nachdenken, ne? Oh nein, der Turm! Zorro. Ja. Wichtig, jetzt nicht aufzugeben, nichts anmerken lassen.
Allerdings hast du noch Zeit. Vielleicht weiß er nicht, dass er einen Turm weniger hat. Zorro, Turmpech. Meint ihr, er gibt nicht auf, weil er Zorro ist? Das könnte ja auch sein. Poirot Brill. Er kommt gleich. Gleich Raum nehmen. Ein bisschen gruppieren. Sportive Manöver. Leider hier schlagen können, aber nur vielleicht. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Eng Zug, ja. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CB. Starkes Spiel wieder. Level 4 müssen wir ein bisschen improvisieren. Naja, wird schon gehen. Vielleicht geht's auch nicht. Och man, warum stelle ich mal alles ein? Vollidiot. Also, nicht ihr Chat, ich. Ihr seid toll. Das war echt nicht nötig, diese schöne Stellung so zu misshandeln. Okay, oh mein Scheiß, das war weg. Eieiei, es ist zu anstrengend, es ist zu anstrengend einfach. Immer noch Zweiter, wie viele Partien soll ich noch gewinnen? Ich habe gefühlt 800.000 Partien in Folge gewonnen
Und hier Zorro del Desierto, der die letzten 100.000 verloren hat, ist Erster. Was für eine Welt leben wir? Hey! Okay, gesehen, dass ich pre-move. Kann man ihm keinen Vorwurf machen. Den Preis müssen wir zahlen. Natürlich peinlich, wenn du jetzt verlierst, ne? FM Espinosa Scott. Weißt du, dass ich aufgebe? Ich werde niemals aufgeben. Ich heiße Zentrum. Hat er mich ausgetrickst. Schreibe 5, Dame 5 Schach, stehe auf Gewinn. Ich weiß nicht, ob ich da immer Primo, ich glaube nicht. Ah, gut. Hat geklappt, also habe ich keinen Grund rumzimmern. Okay. Ich verliere leider mal so viel Zeug hier bei all diesen Transaktionen. Ne? Ist halt häufig der Nachteil, wenn man eine Dame weniger hat. Macht es das echt alles nicht leichter. Ne, ich glaube, es wird nichts mehr. Ich habe kein gutes Gefühl. Ach, jetzt willst du sie aber einmal vereinfachen. Komm, so völlig offen ist schon. Okay, es wird langsam ein bisschen albern, ne? Aber noch nicht. Wir haben genug gesehen, schön gespielt, schmutziger Trick, sprechen wir vom Schach. Was wir noch zu besprechen, Chat? Ballsportler sind oft auch in anderen Ballsportarten gut. Ist das so? Der Typ jetzt aber mal perfekt eigentlich. Vielleicht ist er ein perfekter Spieler. Sehr unbefriedigend.
Schachmatt. Ist das aufregend. Wie lange geht's noch? So, note to self, keine Schachs hier erlauben. Sorry, Chad, es geht hier um wahnsinnig viel, wie ihr wisst. Um den Sieg in diesem prestigiösen, ist das ein Wort? Ich glaube schon. Bestimmt ein Wort. Turnier. Also muss ich hier die Fokushose enger schneiden. Habe ich gesagt, spiel nur noch Quatsch. Der alte Trick. Setzen können wir. Eieiei. Koko Kolika, danke für den Sub. Luke Elks, danke auch dir für den Sub. Ich weiß auch nicht, wo Vittorio hin ist. Vittorio fand ich auch, war guter Mann. Ist bei allen, wie ich mit König und Thomas setzen kann. Ne? Ja, das können die wenigstens.
Nein, nicht prätentiös. Ich meine, prestigious auf Deutsch. Prestigeträchtig wahrscheinlich, ne? Aber das ist kein cooles Wort. Prestigiös? Wie sehe ich Nummer 2 so viel gewonnen, dann nichts mehr, weil wir ihn gebrochen haben. Wir haben ihn gebrochen. Turnier ist vorbei. Glorreicher Sieg, Chat. Heute ist der schönste Tag meines Lebens. Jana, was diskutieren wir? Verteidigst du mich im Chat? Ich bin Kummer gewohnt inzwischen, Jana. Aber trotzdem, ich weiß es zu schätzen. Habe ich was verpasst? Glorious Victory. So. Lee Chess, wie viele Milliarden kriege ich für den Sieg? Eine Partie Schach ist ein exzellentes Date an einem kühlen Herbstabend. Wenn die Sonne untergeht, im Brioni-Anzug mit einem guten Kaffee und einem. Und wenn Vittorio, das soll dein zweiter Count, oder nicht? Nichts Wichtiges passiert hier. Hey. Ich hoffe, meine zarten Gefühle wurden nicht wieder verletzt. Aber heute bin ich besser gelaunt. Heute kann ich mir schon was ab. So, Chat, ich gehe noch kurz auf Toilette. Dann spielen wir hier noch 2 freie Partien. Oder 3. Ich habe übrigens gesagt, dass ich gewinne hier. Ne? Also alle, die gegen mich gewettet haben, absolute Frechheit von euch. Bis gleich. Da bin ich wieder. Was muss er tun? Was habe ich verpasst? Stuhl. Eine Taktikaufgabe machen. Was war das Preisgeld im Turnier? Ich hoffe, dass ich jetzt finanziell durch bin, Mr. JP. Also, wenn diese Auli Blitz Arenen. Oh, Super Blitz, Super Blitz. Hallo. Spielen wir noch was Vernünftiges? Versus oder Plants vs. Zombies? Ich habe so viel zu tun in meinem Chat, dass ich all die Sachen, die Spaß machen, aus unserem Programm rausgenommen habe. Und wir nur noch Schach machen. Aber Zeiten ändern sich und wir werden wieder tolle Sachen spielen wie Brotato, Pflanzen gegen Zombies. Eddie hat mir noch irgendwas empfohlen. Was meinte Eddie? Etienne Gardet. Spellbook Demon Slayers. Taktik Ogre, wir müssen hier Wirt vernichten. Also es gibt viel zu tun. Es sind busy days. Am Montag hier kommentiere ich
Ich glaube, ich habe kommentiert zwei Sachen am. Ne, zwei. Am Montag kommentiere ich, glaube ich, nur Dodgy Invitational. Sonntag, Montag. Dann ist dieses Speed Chess Championship. Da kommentiere ich mit Laurent die interessanten Matches. Dann habe ich noch 47 Deadlines bis 11. Dezember. Und wenn ich zwei davon schaffe, wäre gut. Dann fahre ich nach Sitges. In der Nähe von Barcelona. Che, ihr sollt auch nach Sitges kommen. Jetzt mal ohne Spaß. Also nicht, um mit mir zu reden, aber um dem deutschen Winter zu entkommen. Also ihr habt ja bestimmt hier noch 700 Urlaubstage dieses Jahr. Schönes Schachturnier spielen oder aber am Strand rumhängen. Sitges wäre nice. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da kommentieren kann. Weil es, ja, die Ausrede ist, die ich brauchte, um nochmal rauszukommen. HFM2S Patrick, vielen Dank für den Sub. Was hältst du von Cult of the Lamb? Noch nie gehört, außer dass Universal es gespielt hat. Noch nie gesehen. Was sagt, ja, Jan sponsert im März eine Tour oder was? Ich weiß nicht, gibt es noch Rainbow Tours hier? Schönes Busticket, Berlin, Barcelona. Wäre ich am Start. Eddie hat mir Baphomets Fluch empfohlen. Ne, das war es mit du, Mr. JP, 1987. Basti, willst du eine Schachkarriere starten? Erstes Schachturnier oder was? Streamer auf Holländisch? Nee, nee, nee. Nederlands kann ich helemaal nicht. Aiero sagt, mach eine Woche Ägypten zum Entkommen. Soll auch passen. Klingt auch nice. Was ist zu alt, um Schach zu lernen? Ich wollte gerade sagen, man ist nie zu alt. Aber wenn du älter als 12 bist, Basti, das weiß ich ja nicht. Wir haben uns ja noch nie gesehen tatsächlich, wo wir hier jeden Tag rumhängen. Also wenn du älter als 12 sein solltest, dann bist du wahrscheinlich zu alt. Rasmus Klump. Basti ist immer jünger, als man denkt. Basti ist so, was schätze ich? 33? Tja, es ist natürlich nie zu spät, mit Schach anzufangen. Es ist häufig kommt mir die Frage, ich bin 47 und kann ich noch Großmeister werden? Das ist unwahrscheinlich, je älter man wird. Und wie ihr mehr sehen könnt, ist es auch nicht der Schlüssel zur Glückseligkeit. Aber man kann natürlich immer mit Schach anfangen, sich immer verbessern. Das ist wie Jim. Ich war wahrscheinlich auch nicht mehr Powerlift-Weltmeister. Aber ich kann mich selbst in meinem fortgeschrittenen Alter noch verbessern. Und Freude draus ziehen. Fischer, nicht auch sehr spät mit Schach angefangen. Wie spät soll er angefangen haben? Da war er 15 schon und hat er Kandidatenturnier gespielt, oder? Weiß ich nicht, Mr. JP. Es klingt unwahrscheinlich. War nicht auch mit 12 oder so schon US-Meister? Was meinst du mit sehr spät? Mit 3 oder was? Rasmus Klump, Alter. Schach macht halt auf jedem Niveau Spaß, außer man verliert. Das ist das Problem. Es ist eigentlich immer gleich, egal welchem Niveau man ist. Man spielt halt gegen Gegner und manchmal verliert man, weil man nicht merkt, dass man dran ist. Man schlecht gelaunt, manchmal gewinnt man, dann ist man gut gelaunt. Level ist eigentlich völlig egal. Jedermann hat bei Porn, sagt mir nix, Perineum Sunning kennengelernt. Wäre das etwas, um besonders viel Vitamin D zu tanken? Was ist das? Ist das sowas wie Solarium, nur noch gesünder? Ich habe heute mehr Vitamin D reingezogen. So, was lernen wir hier Weises? Ab 35 sollte man sich darauf fokussieren, nicht erreichte Ziele auf die eigenen Kinder zu projizieren.
Absolut, absolut. Nicht nur zu projizieren, auch umzusetzen. Ich sag meiner Tochter jeden Tag her. Schachweltmeisterin. Wie lange muss Papa noch warten? Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, sage ich immer, wärst du auch Schachweltmeisterin. Das wäre ja nicht zu viel verlangt. Wie, du machst auch hier Türme in die Mitte? Das war mein Plan. Okay, dann ändere ich den Plan. Okay, besser pokern als Max Kruse oder Fußball spielen. Pokern weiß ich nicht, Fußball spielen definitiv nicht. Vielleicht ist eine Möglichkeit, Feuerwehrmann Sam Schachfiguren zu erfinden. Gibt's bestimmt, oder? Aber ja, Sam Schachfiguren muss es echt geben. Paw Patrol Chess. Ne, wir sind gegen Paw Patrol in diesem Haushalt. Boah, meine Tochter hat einen neuen Lieblingsfilm. Sie will jetzt jeden Tag die Olchis gucken. Turm F1 geht Turm schlicht D5. Ne? Man will ihn nicht zwingend erlauben. Ja, ich bestimme einen guten Zug, den ich allerdings nicht finden werde. Stellung. Gefühlt habe ich irgendwie einen guten Zug. Ist sehr merkwürdig, dass beide hier dran kleben. Mir fällt nichts Schlaues ein. Dann stelle ich den Turm in die Mitte. Aber gefühlt habe ich einen guten Zug. Die Olchis gibt es wirklich. Willkommen in Schmuddelfing. Kennt ihr nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie schön es wäre, wenn ich einfach wegnehme. Ich Lachs rein, weil ich nur Drecksfiguren übrig habe. Aber ich habe dann mehr Zeug. Chat kennt Olchis, aber nicht Lochis. Ah, wir leben in verschiedenen Realitäten. Jetzt stehe ich gut hier gegen Rasmus Klump. Ich mache Druck. So, reinlachsen. Solle Mörserin loxen. Das war merkwürdig. So, Habemus Laxus. Haben wir uns aber auch was gedacht? Nicht so viel, ehrlich gesagt. Na, gibt noch bestimmt. So, jetzt irgendwie Türmsche rüber und matt, oder? So, so. Bleib mal hier. Rasmus Klump gibt sich geschlagen. Da haben wir 6er noch machen können. Das ist natürlich sehr trostlos. Euch ist es echt nicht schlecht. Play another game. Mehlwurm, sah, willst du nicht mal ein paar andere Optionen für die Eiskugeln einstellen? Ich habe keine Ahnung, was für Optionen es bisher gab. Kennen deine Kinder den Feuerwehrdrachen Grisou? Ich kenne ihn. Ja, ich glaube, wird hier nicht geguckt. Eternal Biene, sei meine Tochter, ist noch bei Leo Lausemaus. Ja, das ist die Frühphase. Leo Lausemaus, machst du auch nichts falsch.
Gibt es einen Film, den deiner Tochter unbedingt zeigen wolltest, den sie dann nicht mochte? Ja, Saw 2. War nichts für sie. Miau Yummy. Kaukan. Jetzt machen wir hier nochmal. So. Fuba sagt, will it be today or only on particular days? Watten. Achso, er antwortet sich selber. Do you check challenges? No. Not today. And not on particular days. And if I play, it's usually against my beloved subscribers. So no, it's unlikely to happen. I might do the occasional banter blitz on good old Chess 24. Hier wegnehmen? Müssen wir es überlegen? Ach komm, wir nehmen einfach. Was soll passieren? Außer dass ich den Springer verliere und dann rumjammer. Läufer hier hin, kann ich so machen, habe ich berechnet. Läufer hier hin, kann ich so machen, habe ich berechnet. Weil er war ich noch nicht. Thanks for answer. You're welcome. Läufer dahin, droht nix, kann ich rochieren, oder? Darf ich noch rochieren? Eine Salzspray-Haarsträhne. Das ist nicht ganz sicher. Was gibt es Neues auf Twitter? Twitter. Nix. Ist die Steuerung ein bisschen gefährlich für mich? Ne? Hier brauchen mehr, ich muss ein bisschen aufpassen hier auf Zeug. Aber ich sehe noch nicht, was droht, also ziehe ich erstmal Figuren Richtung Mitte. Hm. Vulka, sag, was war die bisher schlimmste Kinderserie, die du gehört gesehen hast? Ich weiß nicht, mich nervt vieles. Hey, Linor 0, vielen Dank für den Sub-Geschenk. Das Sub-Geschenk, sagen wir mal. Paw Patrol bin ich kein großer Fan, wobei es ja nicht schlimm ist. Aber bin ich kein großer Fan. Meine Tochter guckt viel so Zeug. So. Super Monster. Ist gleich auch nicht schlimm, aber auch nicht so meins. Ja, sie hat viel Schisse, die ich nicht sehr gut heiße. Lego Friends, Barbie. Alles nicht meine Welt. Ey, ohne Zwischenzug haben wir eigentlich gesagt. Aber ich kann hier schlagen, oder? Checker mitzählen, haben wir da am Ende ungefähr gleich viel Zeug. Ja, ne? Inuro! Dankeschön. Ich habe eben noch gesagt, ohne Zwischenzug. So, jetzt muss ich noch wieder, auch wieder nachdenken, wie mich das alles anbietet. Ich weiß nicht, ob ich so viel besser stehe, ehrlich gesagt. Ich muss hier wegnehmen.
hier wegnehmen, dann kommt Turm B7. Ich kann Turm B8 spielen, dann kriege ich den Turm nicht wieder raus. Kriege ich wieder raus, ne? So. Okay. Brillant, Jan. Brillant gespielt, hast den Turm weggefangen. Was du für ein Schachtalent bist. Ist unbeschreiblich. Aber C4 muss er machen. Irgendwann. Er hat leider noch Zeit, ne? Oder? Jetzt kriege ich hier 8. Oder C4 kriege ich D8. Da bin ich schon rechtzeitig. Kuckuck. Das verstehe ich auch mal nicht. Wenn die Leute eine gute Partie spielen, also es kann jeder aufgeben, wenn er will. Aber es wundert mich immer dann. Er ist auch gut gespielt. Jetzt mit dem Turm weniger. Turm oder nicht Turm. Und weiter. Da habe ich eine Bauernkette. Miau, yummy. Jetzt noch eine Runde nachdenken. Kann ich. Naja. Jetzt C4 kannst du noch spielen. Bisschen Raum gewinnen. Überlegen, was ich jetzt machen sollte. Vielleicht König hier rüber. Oh ja, die Zeit mit dir war schön. Ach ne, Miau, Yami, komm, machen wir Schluss. Machen wir Schluss für heute. Vielen Dank für die Partie. Es war mir eine Freude. Ja, deshalb war ja alles so komisch. Ja. Ich weiß. Ich bin ja am Justieren. So, meine Damen und Herren. Ich muss schon wieder Schluss machen für heute. Mit Schluss machen. Meine ich den Stream zu einem Ende kommen lassen und an die Arbeit gehen. Schön, dass ihr dabei wart. Ey, mir macht es immer Spaß, hier rumzuhängen und irgendeinen Schwachsinn zu machen. Manchmal habe ich genervt, weil ich so schlecht spiele. Aber ist ja auch nichts Neues jetzt nach 2 Jahren hier rumhängen und jammern. Es war mir eine Freude. Ich weiß, es ist ein bisschen früh, Basti. Ich habe zu viel zu tun die Tage, aber es ist zu viel los. Wenn der Turm. Wo würdest du gerne hin? Es war ein schöner Stream. Wollt ihr mit Eddie 7 vs. Wild gucken? Oder? Nicht. Ford's Ladder mit Mente. Was ist denn Ford's Ladder? Wir können uns aber einen Schachstream suchen.
Sind jetzt noch um 11:30 arbeiten. Ja, ich stehe ja spät auf, Chat. Also sich jeden Tag zu sagen, ey, schon spät, ist ja auch nicht die Lösung. Wir müssen Jan sein Curry-Rezept nochmal entlocken. Welches? Mastermann-Curry? Mastermann-Curry bin ich stark. Ja, ist easy. Chicken. 400 Gramm Chicken mit einer Zwiebel anbraten. Kokosmilch hinzugeben. Mastermann-Curry-Paste. Gibt es auf Amazon, wie auch Twitch-Subscriptions. Dazugeben, so 1,5 Löffel. 1,5 Löffel Erdnussbutter dazugeben. 2 Löffel Fischsoße. Ihr habt so ein bisschen Lemon, Spritz, Schüssel, aber ist nicht zwingend notwendig. Wer Bock hat, noch einen Löffel Zucker. Zack. Reis dazu. In meiner Version Spätzle dazu. In normaler Version ist Kartoffeln dazu. Fertig. Easy peasy. Ich habe wahrscheinlich 3 Schritte vergessen. Aber Mastermann Curry können wir, Chat. Es wird sowieso Zeit, dass ich hier zum Vollzeit-Kochstream werde.